Willkommen im Club Geschwätz im Salt and Pepper. Heute habe ich meinen Papa da, der Andreas. Die meisten wissen, dass es mein Papa ist, die meisten nicht. Papa, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du? Oh, ich bin Andreas, oder kurz gesagt Andy. Wir sind per Du mit jedem, also wir sind Kumpels, sagen wir so, im Geschäft. Und mehr, was kann ich noch sagen, mache ich alles, was meine Tochter sagt. Nein, das stimmt nicht. Ich bin Mädchen für alles. Das stimmt nicht, du sagst, du machst nicht alles, was ich dir sage. Ja. Ich frage das jeden, wer nichts wird, wird Wirt oder arbeitet in der Gastronomie. Hast du denn was gelernt, arbeitest du was oder was machst du gerade? Ja gut, ich habe lebenlang als Metallberuf geschafft, als CNC-Fräser. Und ja, hier ist jetzt schon, Geschäft läuft schon seit 12 Jahren. 11 Jahre habe ich gemacht eigentlich im Metallberuf tagsüber und nachts habe ich hier gemacht. Das war Abwechslung zwischen nicht reden und reden. Das war ein bisschen anders als, ja. Und trinken. Und trinken dazu noch. Und dann, ja, gute Freundschaft haben wir gebildet mit vielen Leuten, ja. Da kann man so sagen, ja. Wir haben 99,9% gute Leute. Ja, finde ich auch. Kann ich nur bestätigen. Kann ich. Arbeitest du denn jetzt immer noch hauptberuflich? Nee, jetzt seit einem Jahr bin ich jetzt Rentner. Und ja, habe ich eigentlich zwischendurch noch immer gearbeitet. Seit ein paar Monaten ja, habe ich jetzt frei. Pause. Okay. Ist dir denn langweilig geworden in der Rentnerphase? Eigentlich nicht. Mit solchen Töchtern habe ich kein langweilig. Mit solchen Töchtern. Die haben immer irgendwelche Aufgabe und ja, und immer irgendwas hat sie Neues gesehen. Und sie hat sogar einmal, in Köln war sie zufällig und hat sie mal angerufen zu meinem Schwiegersohn. Und wir waren beide gerade im Club. Hat sie gesagt, jetzt hören Sie zu, ich habe jetzt eine Treppe gesehen. Und diese Treppe muss mal einbauen bei uns. Und mein Schwiegersohn hat gesagt, sonst sehe ich jetzt deine Tochter, was macht. Die hat keine Ruhe, die soll daheim bleiben, sollte nicht viel sehen. Und dann wird vielleicht uns ruhig sein. Aber es kriegt mich ja keiner eingesperrt. Ja. Und du hast noch eine Tochter, die ist genauso? Ich habe noch eine Tochter und die ist genauso. Das ist jetzt ist ein bisschen jüngere, hat sie ein bisschen ja, noch schlimmere Idee manchmal, wo kann ich nicht alles, weil die ist jetzt weit von mir. Ja. Nach Frankfurt muss ich fahren und dann muss ich dort noch mehr wirken. Du hast dir immer 3 Kinder gewünscht. Ja, wollte ich, aber ich glaube, ich bin zufrieden, dass ich 2 wenigstens habe. Wenn ich 3 hätte, ich keine Zeit habe. Wir haben für mich sogar nicht einmal. Weil meine Frau schimpft immer, dass ich komme zu spät oder komme überhaupt. Gar nicht, genau, gar weil nicht, du immer ja. Bei uns bist. Was ist so, boah, genau, kannst du dich an unsere erste Halloween-Party erinnern? Na, das ist also, ich muss dazu sagen, wir haben hier noch nie eine Halloween-Party gehabt. Dann hat uns ein Veranstalter angesprochen, ob wir das nicht denn machen wollen würden. Klar, warum nicht? Und dann standen wir, also für gewöhnlich stehen wir 2 auch immer hinter der Bar, standen wir hinter der Bar. Auf einmal, wie als wäre irgendwas passiert, rennt mein Vater aus der Bar raus, nimmt sich einen Jungen da so in den Arm und rennt mit dem fort. Also ich habe gedacht, okay, ja, hatte aber viel zu tun, konnte nicht drüber nachdenken. Dann kommt er wieder zurück, schafft wieder, auf einmal rennt er schon wieder weg, ja, und hat schon wieder irgend so einen Kerl im Arm und war fort. Dann, ja, was ist dann passiert? Dann bist du zurückgekommen, da habe ich gesagt, wo warst du? Was machst du denn mit den Jungs da? Ja, ich habe Blut gesehen im Gesicht. Ich habe mir gedacht, da passiert was und irgendwas ist. Und ich habe ihn mitgenommen im Klo, habe ihn abgewaschen. Der hat dann nicht einmal was zurückgesagt. Der hat dann nur gesagt, okay, wenn du das mir wünschst, dann mache ich weg und alles. Und dann ja, komme ich zur Bar, steht der Nächste genauso. Und dann hat er so angemalt. Ich habe mir gedacht, na ja gut, das ist, vielleicht haben sie irgendwo geschlägelt oder weiß man nicht, was passiert. Ja? Dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt gehe ich nochmal mit ihm. Gehe ich rein, dann hat er mir erzählt was. Mir war es also, peinlich, dass ich überhaupt sowas gemacht habe. Ich glaube, so der Dritte hat ihm mal erklärt, dass Halloween ist
und dass man sich mit Blut bemalt. Ja, das, also ich kannte es aus dem Fernsehen. Mein Papa hat, wie vorhin erklärt, gar keine Zeit, um Fernsehen zu schauen. Danach saß auch so der Erste, saß dann so ganz bedeppert an der Bar, so total nass. Ich habe ihn dann natürlich gefragt, na, bist du gewaschen worden? Dann hat er gesagt, ja, der Mann hat mich einfach gewaschen. Ich habe dann gesagt, dass mein Papa kennt Halloween nicht, ist unsere erste Halloween-Party. Fand er auch nicht schlimm, wir haben dann kurzen getrunken und dann war alles gut. Papa wäscht mittlerweile keine Menschen mehr. Wenn irgendjemand kommt und hat Blut, dann fragt er, ob wieder eine Halloween-Party war oder sonstiges. Ich hinterfrage natürlich mittlerweile schon, wohin mein Vater denn rennt, weil er ist des Öfteren mal weg. Ich kann mich erinnern, in der Winterzeit, da war mein Papa mal wieder fort, kommt zurück und ist halt einfach so eine Stunde später oder so, ich die ganze Zeit am Arbeiten, musste auf Toilette und dann ist er draußen rumgerannt. Kannst du dich noch erinnern an die Mädels, die da auf dem Beton saßen? Was hast du da gemacht? Im Hof waren, ich sage immer 20 Leute, sehr junge Leute alle, ja. Dann habe ich die gefragt, ja, was macht ihr hier jetzt? Ihr solltet dann in Disco sein, nicht hier drin bleiben. Aber wir chillen hier. Ich habe gesagt, was? Wir chillen hier. Ich habe gesagt, was? Chillen darf man gar nicht. Dann ich rein oder schmeiße ich die raus. Ich suche jetzt Tüste und er schmeißt euch raus. Na, wir dürfen nicht chillen. Nein, ihr dürft nicht chillen. Ich gehe jetzt zu der Chefin, ich sage dann mal, erzähle ich mal. Dann bin ich reingegangen, habe ich für meine Tochter gesagt, ich habe nicht einmal gewusst, was ist das Chillen. Sag mal so, das ist peinlich, aber ist so. Ich habe dann drüber gelacht, die sind gekommen, haben sie mir gesagt, du, jetzt musst du uns kurze geben und trinken wir zusammen, damit du weißt, was ist das Chillen. Genau, mein Papa kam dann rein und hat gemeint, du musst ganz schnell rausgehen, da draußen sitzen 20 Leute im Hof und die chillen. Chillen, sowas gibt's nicht. Drogen, das gibt's hier nicht. Dann habe ich gesagt, aber Papa, chillen ist ausruhen. Naja gut, hat man dann auch erklärt und fand ich auch gut. Also mittlerweile lernen wir mit der Umgangssprache umzugehen oder mit irgendwelchen Halloween-Partys oder sonstigem lernen wir mittlerweile auch dazu, dass man sich mit Blut beschmiert. Ich meine sogar bei der letzten Halloween-Party haben wir dich auch mit Blut beschmiert. Jetzt verstehe ich, aber mir ist peinlich damals. Ja, und genauso mit Chillen, alles gleich, weil die Leute, welche damals waren, die sind jetzt alle erwachsene Leute. Ja. Aber die kommen ja immer noch. Und lachen immer. Genau, die lachen immer noch. Und das ist ja genau das Sympathische, sage ich jetzt mal, an dir oder an uns. Sei es Mädchen, die draußen auf dem Beton sitzen, der Papa dann irgendwelche Brettlen besorgt, weil Mädchen dürfen ja nicht auf dem Boden sitzen, logischerweise. Also mein Papa ist halt immer unterwegs. Ich bin eigentlich immer am Suchen. Aber irgendwas macht er immer. Und da sind wir ja auch ganz froh drum. Wie bist du denn zur Gastronomie gekommen? Oder was war so dein erster Gedanke, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt eine Disco auf? Ja, für mich ist das nachts Arbeit und diese ganze Musikgeschichte und alles. Das ist alles, ich sage immer, ich höre gern im Radio deutsche Schlagermusik und am meisten nur das, was Deutsche gibt, im Radio was oder Englische. Und alles Mögliche, die verschiedene Musik, ich habe das in meinem Leben eigentlich nicht viel mitgemacht. Ja. Und ja, das alles mitzumachen und mit Leuten, welche sind, ich sage immer, 40 Jahre jünger als du, wie kennen die mich? Als ich. Bei ja, mir wäre es schlimm. Als ich noch nicht auf der Welt. Nicht älter machen. Und das ist jetzt, waren große Gedanken, ja. Aber im Großen und Ganzen hat es alles nicht schlecht geklappt von Anfang. Und dann bin ich eingestiegen, sagen wir so, mithelfen. Aber ich habe gesehen, die Hilfe braucht meine Tochter und das, was sie braucht, dann mache ich gern. Das ist halt. Also mein Papa, sein Spruch ist immer, geht nicht, gibt's nicht. Ja? Also während wir da schon auf dem Boden kriechen und schon nicht mehr können in unserem Alter, auch meine Jungs und Mädels, die 18 Jahre alt sind, auch schon nicht mehr können, da kommt mein Vater immer ums Eck und sagt, geht nicht, gibt's nicht. Ja, geht fort, ihr macht das. Ist auf jeden Fall unser Antreiber, definitiv. Aber was hast du denn gedacht, als wir gesagt haben, Papa, ich mache jetzt einfach mal eine Disco auf? Oh, viel Arbeit, das habe ich gleich gedacht, weil ich habe das gesehen, dass
wenn du selber nicht arbeitest, wird wahrscheinlich schwierig. Weil es ist nicht so einfach, einfach aufmachen und sagen, so, jetzt mach weiter. Okay, wir haben also viele unserer Gäste, die uns jetzt schon seit Jahren kennen, die sehen uns ja natürlich immer sehr, sehr, sehr harmonisch hinter der Bar und denken, wir sind nicht von der Welt. Wollen wir mal so ein bisschen menschlich sein? Wie oft streiten wir uns? Verstehen wir uns immer gut? Eigentlich nicht. Das ist, wenn du zwei gleiche Charakter hast, hast du Probleme. Was haben wir denn für einen Charakter? Boah. Mit Kopf durch die Wand gehen und alles durchsetzen, was möglich ist für die Leute, damit die zufrieden sind. Oder auch für uns, dass man zufrieden ist, weil deswegen kappeln wir uns ja sehr, sehr oft. Ich sage immer, für uns zufrieden, wenn die Leute zufrieden sind, sind wir auch zufrieden. Ich gehe raus, wenn die Leute mit Lächeln rausgehen, ich lächle genauso. Das ist für mich wichtig. Okay. Und gut, an der Bar gibt es viele Probleme, ja, gibt es immer wieder was, ja, und ich sage immer, mit meiner Tochter ist schwer zu schaffen. Also ihr könnt euch das so vorstellen, um 22 Uhr bereiten wir meistens die Bar vor, zwischen 22 und 23 Uhr tun wir uns eigentlich nur, dissen. Um 23 Uhr, wenn der erste Gast reinkommt, dann lächeln wir und es ist alles wieder gut. Das ist halt einfach so die Stresssituation, unser Charakter. Aber danach lieben wir uns wieder, bis dann wirklich auch so die Flasche da steht, wo ich das haben möchte, brauchen wir dann noch mal ein paar Stunden. Nach 5-6 Stunden gibt es auch meinen Vater auf, die Flasche ständig wegzuräumen, obwohl sie da ja perfekt steht. Aber da hat mein Papa halt so seine Ordnung, seine Gläser müssen rechts stehen, meine halt einfach links und er verräumt sie halt immer. Gott sei Dank ist immer gut was los, Gott sei Dank ist immer voll und wir haben gar nicht die Zeit dann zu diskutieren. So können wir freudig weiterarbeiten und den Abend genießen und uns auf unsere Gäste freuen. Wie lange sind wir denn so im Schnitt im Club samstags? Oh. Das muss man nachzählen. Das ist genauso wie mein Alter. Muss man auch mit Taschenrechner rechnen, genau gleich. Kann man rechnen das auch. Ich glaube, wenn wir so um ja, kurz vor 10 bin ich da. Bis 12 Uhr ist jetzt 2 Stunden. Dann nach bis 12 Uhr nächsten Tag ist schon 14 Stunden. Bis ich mein Lehrgut noch wegfahren. Also ich komme um 1, um 1:30 komme ich heim. Würdest du sagen, dass Gastronomie einfach ist? Mit unseren Leuten ist einfach. Mit dieser Gesellschaft, was wir haben, unsere Leute, was zu uns kommen, ich würde sagen, ganz einfacher Job. Nur wegen dem, dass die Leute glücklich sind, zufrieden sind. Aber ob du müde bist oder nicht, das interessiert niemandem. Sogar um 12 Uhr kommen sie her und wollen sie noch mit mir manchmal tanzen. Ja. Obwohl habe ich 14 Stunden schon auf dem Puckel gehabt. Schon, ja. Und hast du schon mal hinter der Bar geschlafen? Habe ich geschafft schon. Das war mal auf Dauer nicht so voll. Oder sagen wir nicht, ja, die Leute waren eigentlich zufrieden. Die haben alle getanzt und niemand war neben mir. Und ich habe zwei Kisten vorbereitet und nebenher war Kühlschrank dazu. Ich habe mir gesagt, komm, setz dich noch und dann gucke ich zu, wie die tanzen. Dann auf einmal kam zu mir ein fröhlicher Mann und hat gesagt, darf ich dir eine Hand stellen, damit du deinen Kopf gerade haltest, sonst fallst du um. Das war schon mal, ja. Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Das stimmt. Was war denn, kannst du dich erinnern an, mit dem Türschi habe ich es letztens drüber gehabt, was so unser krassester Abend, glaube ich, war. Ich meine, die haben wir oft, aber so ein ganz krasser Abend war doch die Taufe von deiner Enkelin oder meiner Tochter. Weißt du noch, da hat, glaube ich, Claudia Gavlas gespielt und es hat einfach nicht aufgehört. Der Laden war voll, die Stimmung war gigantisch. Und die Afterhour geht ja im Normalfall bis um 10 Uhr morgens. Und es hat einfach nicht aufgehört. Unsere ganzen Gäste haben doch schon in der Kirche gewartet. Und wir sind tatsächlich, ich bin dann irgendwann mal, ich meine sogar Macht 2 war das, bin ich dann vorgelaufen. Oder du bist vorgelaufen, weißt du das noch? Und hast gesagt, tut mir leid, liebe Gäste, wir müssen gehen, wir müssen in die Kirche. Da wollten doch unsere Gäste sogar noch mitgehen. Weißt du es noch? Ja, das war ich. Oh Gott, war das schlimm. Und wir sind da angekommen und alle Kirche, Ding, Dong und Amen.
Wir hatten dann noch eine schnelle Deo-Dusche im Auto. Wir haben uns schon mittlerweile daran gewöhnt. Wir haben im Auto auch immer noch mal so Umziehklamotten, damit wir nicht ganz so stinken. Und machen halt dann einfach so ein bisschen Spray drauf und funktionieren weiter. Ja, so mit Make-up und so geht das schon. Und man fragt uns dann schon oft, wie machen wir das? Wie machen wir das denn? Wie kriegen wir das hin? Das ist wahrscheinlich sturer Charakter. Das Einzige, was kann ich sagen. Das hängt von Charakter was. Weil das ist jetzt... Weil mittlerweile wahrscheinlich jeder weiß, wie alt bin ich. Wie alt bist du denn? Ich bin jetzt nach einem Monat 67. Und, ja. Und mein Papa schafft das immer noch, ja? Also nach der After gehen wir oft auf irgendwelche Familienfeiern und sitzen dann am Tisch. Wie oft hast du da schon geschlafen am Tisch? Gab's auch. Da gibt's so, wenn ich jetzt heimkomme und will ich meinen Kaffee trinken, manchmal fällt die Tasse runter. Das gab's schon. Das muss ich auch. Also wir sagen. Sehen nur so fit aus, wir sind gar nicht so fit. Wir versuchen es nur zu verkaufen. Aber wir sind so fit, bis die Leute sind auch fit. Na, solange man uns bespaßt, sind wir fit. Sobald wir irgendwo sitzen, war es das. Richtig? Ja. Hat uns sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns auch auf nächstes Mal. Sehr, sehr gerne dürft ihr euch bewerben, auch bei uns hier zu sitzen. Wenn ihr uns irgendwas erzählen wollt, irgendwelche Emotionen, es ist irgendwas passiert, keine Ahnung, meldet euch bei uns. Ich würde euch gerne hier begrüßen und mit euch alles besprechen. Oder ihr bespricht mal was mit mir, keine Ahnung. Ruft einfach an oder schreibt mir einfach. Tschüss! Tschüss!